Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Praxis, Programme, Verhaltenstest. Den Test hatten wir schon. E-Mails hatten wir gelesen. Ja, was soll ich denn jetzt hier finden? Suchen Sie Dr. Kohls Büro. Hä? Die Mülleimer. Hä? Okay, die zwei Sachen hatte ich wohl nicht reingeschaut. Hier steht die ganze Zeit bitte warten, da geht überhaupt nichts. Ja, ist doch sonst nichts in dem Büro. Sehe ich irgendwas? Ich meine, damit kann man glaube ich auch nicht geil irgendwas. Hallo, wo ist denn das her? Die habe ich doch gerade kaputt gemacht gehabt. Ach, geil. Die ist immer wieder da, die Scheibe. Was ist denn das für ein geiler Bug? Obwohl man durchspringt und sie kaputt macht. Das ist ja nice. Geht das hier auch? Ja, es geht hier. Nee, hier geht's nicht. Ist das mal rausgebrochen? Doch, geht auch. Geht, also es, man kann es noch bis zu einem gewissen Teil rausbrechen. Ach, rausschlagen kann man's? Rausschlagen kann man's. Guck mal hier, das ist gar nicht mehr verbunden. Man kann es aber nicht durch Durchspringen kaputt machen. Also ganz. Ich will dieses Stück daraus machen. Jetzt. Okay, das hat überhaupt nichts gebracht, aber ist interessant. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Cooles Büro. Halt, ist hier oben irgendwas? Komm ich hier irgendwie hoch? Was steht denn nochmal genau da drin als Ziel? Durchsuche Dr. Kohls Büro. Matthias Kohl, Stationspsychologe auf Talos 1. Warum fehlt hier? ACBAC. Irgendwo in Matthias Kohls Büro. Er fehlt ein L. Befindet. Okay, ich bin genau drin. AC. Okay, irgendwas mit A. Also irgendwas mit Buchstaben. Wo kann man den Buchstaben hier eingeben? Der Test vielleicht? Der Test? Der Test? A, C, B, A, C, B, A, C, A, C, B, A, C, A, C, B, A, C. Wahrscheinlich kann er nochmal währenddessen reinschauen, oder? Hä? Ja, Test gestartet, okay. A, C, B. Jetzt gucke ich nochmal nach. Ich glaube, AC. Ja, AC. Haha! Zum Glück habe ich mal nachgeschaut. Das war ein cooles Rätsel. Frustriert. Da sind Monate, die einfach weg sind. Ich habe die Protokolle durchgehört, Forschungsergebnisse gelesen, versucht, die Lücken zu schließen. Wissen Sie, wie oft wir dieses Gespräch schon hatten? Das ist das fünfte Mal. Verläuft es immer gleich? Nicht immer. Was heißt das?
Was meinen Sie denn? Naja, als mein Therapeut sollte Sie das beunruhigen. Werden wir das anhören, dachte ich mir. Sie haben eine Nachricht für sich selbst hinterlassen. Möchten Sie sie hören? Nein. Ich denke, es würde helfen. Ich sagte nein. Das bin nicht ich. Wie kommen Sie darauf? Keine Ahnung. Ich weiß es einfach. Sie waren damit einverstanden. Es war Ihre eigene Idee. Von Ihnen und Alex. Ich war mit überhaupt nichts einverstanden. Dieser Morgan bin nicht ich. Ich würde niemals... Wissen Sie, was in der Psychotronik geschieht? Wissen Sie's? Wenn ich's wüsste, könnte ich's nicht sagen. Das wissen Sie. Was wissen Sie über die Typhon? Über die sollten wir nicht sprechen. Nicht ohne Ihren Bruder. Die. Sie wissen es also, Sie Schlange. Wie können Sie da so ruhig sitzen? Morgan, atmen Sie tief durch. Hier. Ich will keine Pille. Ich will diese Station schließen. Ich will die Erde... Morgan. Ich sagte nein. Okay. Ich werde Alex anrufen. Sieht er den Außenrumpf? Aber da kommen wir nicht von hier aus hin, oder? Nee, ich glaube, da müssen wir raus. Ich glaube, da müssen wir das... Oder? Noch ein Recycler. Ah, versiegelt den Außenrumpf. Ja, ich hab Bock, Nebenquests zu machen, also ich versiegle mal den Außenrumpf. Falls das geht. Haben wir jetzt eigentlich das Nebenquest komplett abgearbeitet? Ich glaube, es ging einfach darum zu erfahren, dass wir irgendwie, als wir mit dem Psychologen geredet haben, schon zum Ausdruck gebracht haben, da haben wir keinen richtigen Bock drauf. Auf die ganze Scheiße, die hier abgeht. Wahrscheinlich hat uns unser Bruder auch noch verarscht. Von daher denke ich, dass wir wahrscheinlich, vielleicht sogar überhaupt nicht damit einverstanden waren. Ich weiß auch nicht so richtig. Also ich denke, dass Alex Yu uns das Gedächtnis genommen hat und dann einfach nur behauptet hat, dass wir da selber Bock drauf hatten. Also so stelle ich mir es zumindest vor. Komm. Geh weiter. Na also. Mehrere Ziele. Aber hier waren wir auch schon mal, ne? Oh, Scheiße. Au, au. Zum Glück haben wir viel zum Essen. Hier waren wir schon mal, aber trotzdem, die Phantome hängen halt trotzdem gerne neu in alten Gebieten ab. Ich glaube, Mimics komme ich einfach so wieder. Mehrere Ziele. Oh, Scheiße, wir könnten riegeln und dann geht das Typ da auf den Sack. Ich verbrauche auch immer so viel Munition, verdammt. Die MP-Ladung. Scheiße, was ist denn da drinne? Ist ja riesengroß, was ist das denn? Albtraum, oben links, was heißt das denn? Sterbe ich jetzt nach den 3 Minuten?
Schön, dass ich diese scheiß EMP-Ladung gewechselt habe mit meiner Pistole. Das ist natürlich überhaupt nicht der Plan, war nicht, deswegen die scheiß Ladung abgefeuert habe. Fuck. Schießt so schnell, dass ich keine Zeit habe, diese Psy-Ladung abzufeuern. Zieht nämlich deutlich mehr ab. Mal so diesen Angriff wirklich oft benutzen. Das lohnt sich halt gerade. Fuck. Wurde beschädigt. Noch ein, zwei Mal ist das Ding durch. Ich glaube, jetzt brauchen wir nicht nochmal so ein Ding, dann nehmen wir einfach die Pistole. Vermeide den Albtraum oder töte ihn. Krass. Schade, dass wir den nicht in Ruhe scannen konnten, aber das war immerhin ein Nebenquest. Oh, Moment. Jetzt habe ich irgendwo. Jetzt bin ich an mein beschissenes Headset rangekommen mit dem Wackelkontakt. Jetzt passt der Ton nicht mehr. Ich kann jetzt. Ich glaube. Jetzt. Jetzt. Nice. Okay, da sind noch Haufen Gegner, sehe ich gerade. Die haben uns, glaube ich, gehört. Keine Ahnung. Die müssen doch jetzt Angst vor uns haben. Wir haben. Oh, Phantome auch noch. Hallo, hat es gerade nicht gereicht oder was? Typhon-Köder. Wirklich hierher, das ist eine Frechheit. Och, wer hat mich denn getroffen? Von wo? Ich habe gar kein Phantom gesehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Albtraum nach dem Albtraum automatisch gespeichert wurde. Ich hoffe es, das wäre jetzt krass. Wenn nicht automatisch. Aber gut, da haben wir ja eine Nebenquest abgeschlossen, da muss automatisch gespeichert worden sein. Alles andere wäre merkwürdig. Also wenn man an irgendeiner Stelle einen automatischen Speicherpunkt haben sollte, dann ja wohl nach dem. Aber wie krass das eigentlich ist, dass es fast jedes Spiel, gerade Ego-Shooter-Spiele heutzutage haben. Früher gab es das halt überhaupt nicht so. Ach, du Scheiße. Ist nicht der Ernst, oder? Wir müssen jetzt nicht ernsthaft nochmal den Albtraum-Scheiß umbringen, oder? Ihr wollt mich verarschen, ihr wollt mich komplett verarschen, oder?
Oh mein fucking Gott. Scheint wirklich so zu sein. Ich meine, mit... Ach du Scheiße, das gibt's doch nicht. Wie kann der das nicht automatisch speichern? Oh Gott. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Wäre es ja jetzt schlau, die Geschütze hier wieder aufzubauen. Aber die sind eigentlich so schnell platt, die Geschütze, dass es eigentlich fast egal ist. Warum haben wir das nicht eingesammelt? Also eigentlich... Das Ding ist natürlich... Ich habe wahrscheinlich... Ja, absolut genügend Ersatzteile. Was überhaupt kein Stress ist. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Bereit zum Scan. Ist noch mehr Geschütze? Nee. Oh, müssen wir den ganzen Kack nochmal machen. Ich meine, okay, ist nicht wirklich schwer. Diese eine Stelle, die ich da gefunden habe, ist ganz geil gewesen. Das ist nicht schwer, wirklich nicht schwer, aber. Ist halt schon krass, dass es danach nicht automatisch speichert, ey. Scan abgeschlossen. Was haben wir jetzt gelernt? Irgendwas mit Maschinenkontrolle wahrscheinlich. Ist nicht so egal. Will das der Albtraum hierher kommen? Die sind mir scheißegal, die kleinen Dinger. Überhaupt keine Rolle. Was ist denn der Albtraum? Kommt her. Extra aufgemacht hier. Hallo? Der war doch genau vor uns. Wie kann er da nicht hinterherkommen? Da ist der Albtraum. Ach du Scheiße. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Immerhin, jetzt haben wir. Wenigstens das noch geschafft. Albtraum. Krass. Und dann müssen wir so oft scannen, ey. Oder können wir so oft scannen. Keine Einträge gefunden. Bitte kontaktieren Sie Dr. Hans Kellstrup, Direktor der Psychotronik. Morgens Notizen. Die Typhon reagieren auf eine Anomalie in ihrem Ökosystem. Etwas, das wie sie ist, aber doch nicht ganz. Mich. Scheint ausdrücklich den Zweck zu dienen, mich zur Strecke zu bringen. Scheint unaufhaltsam zu sein. Immunität, EMP, Betäubung. Scannbare Kräfte, Schwäche physisch, psychisch. Okay, da können wir echt viel lernen, wie es aussieht. Oh, das ist ein Phantom. Fuck. Oh, Scheiße, ich hab nicht gedacht, dass die explodieren. Fuck! Oh, was? Das ist doch noch so ein besonderes Phantom, das nicht direkt stirbt nach einem Schuss. Haben wir es jetzt? Oh, ich dachte, er trifft mich so nicht. So, jetzt ist bitte nur noch... Ach scheiße, wir haben nur noch eineinhalb Minuten.
sagt mir das doch. Muss ich beeilen. Oh, kletter hoch, du Idiot. Diese scheiß Geräusche, ey. Was für ein Freak. Okay, ich denke, wir schaffen es trotzdem. Fuck, es waren nicht mehr viele Sekunden übrig, ey. Oh, Freunde. Okay. Oh mein Gott, speichern, 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 speichern. Wie kann denn das nicht automatisch speichern? Ich dreh durch, egal. Diesmal hat sich's mehr genommen. Wir haben noch dieses eine Phantomblatt gemacht. Es müssten jetzt weniger Phantome sein. Falls noch mehr da sind. Na toll. Ich will halt wissen. Oh, ich voll Idiot. Ich will wissen, ob die von dem Blitz getroffen werden. Scheint nicht. Fuck, ich mach's beim nächsten Mal nochmal. Ich hab schon wieder viel zu viel Zeugs verschwendet in die Phantome. Die Zeit ist eh vorbei. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.